Hallöchen, ihr Lieben. Willkommen zurück bei Port Work Modellbau. Und unser Miura soll heute wieder Thema sein. Mit den Bauphasen habe ich vorbereitet. 15 und 14. Zwei Vergaserbatterien werden verbaut. Also erstmal zusammengebaut und dann werden sie auch verbaut in unsere zwei Zylinderbänke, die rechte und die linke. Tja, das soll heute Thema sein. Natürlich will ich euch nicht vorher gehen lassen. Das ist okay. Will ich nicht vorher euch natürlich noch ans Herz legen, den Myra zu abonnieren, wer es noch nicht getan hat. Den Link findet ihr unten in der Videobeschreibung, wo ihr auf Hachette Collections kommt, die den Myra vertreiben. Es ist super Qualität, ein wunderbar stimmiges Modell und ja, einfach nur ein super Modell. Also wunderbar. So, jetzt kommt der Dichter und wir legen los mit Bauphase Nummer 14 und 15 unseres Lamborghini Myra. Bis gleich. Lieben, Bauphase Nummer 14. Wir bekommen unsere dritte Verteilerbatterie auf jeden Fall. Dazu gehören drei Verteilerflansche. Die sehen so aus. Dann haben wir drei Ansaugtrompeten, die praktisch hier oben sitzen. Jetzt schön, wenn das zusammengebaut ist. So wird das mal. Dann haben wir Stützstifte. Zwei Stück. Tja, so Gehäuse der Vergaserbatterie. Tja, weiterhin haben wir drei Verteiler. Tja, und das war's. So, ich würde sagen, wir legen los. Zuerst haben wir hier unser Gehäuse der Vergaserbatterie. Da seht ihr hier die drei Verteilergrenze, Löcher. Hier sollen auf jeden Fall in den zwei kleineren Löchern unsere Stützstifte eingesetzt werden. Und zwar so. So passt das nämlich nur. So. Und jetzt haben wir unsere drei Verteiler. Da stehen innen drinne Zahlen drin. Hier steht zum Beispiel in der Mitte eine 1. Hier steht eine 2. Und hier steht eine 6 drinne. So, Verteiler 2, Verteiler 4, Verteiler 6. Ach, dann ist es eine. Hier ist eine 1, hier ist eine 2 und hier ist eine 6. Okay. Auch komisch. Hier steht in der E eine 1 drin, aber in der Bauanleitung steht eine 2. Komisch, komisch. Also eine 2 gibt es, 2, 4 und 6, aber hier gibt es nur eine 1, 2 und eine 6.
Naja, ist nicht schlimm. Die 6 kommt in die Mitte. Sehe ich jedenfalls so. Ist richtig? So. Okay. Die 6 in der Mitte kommt, ist das ja mit den Nummern geklärt. Dann können wir die 1 und die 2 jeweils außen hin tun. Sieht dann so aus. Die 6 jedenfalls in der Mitte laut Bauanleitung und 2 und 4. Gut, ich habe 1 und 2, aber die kommen dann außen hin, aber das ist nicht so schlimm. So, und da kommt dann unsere Verteilerflansche. Werden hier so drauf geschoben. Da haben wir hier so eine Nut und die passt jeweils bloß in eine Richtung. Die werden auf jeden Fall hier so drauf geschoben. So sieht das dann in etwa aus. Nicht in etwa, so sieht das dann aus. Alle beweglich. So, und unsere 3 Trompeten fehlen noch. Ja? Die werden jeweils auch hier drauf gesteckt. Einmal. Hier. Einmal hier und einmal hier. Ja, in der Mitte geht er bitte straff. Schnell runternehmen. Ein bisschen straff, bestimmt wegen der Farbe, also ein bisschen Farbe bestimmt drauf, aber ja, nicht schlimm. Mit dem Gitter ein bisschen aufpassen, das verbiegt man recht schnell, aber ja. Schon haben wir unsere 3. Vergaserbatterie vervollständigt. Dann haben wir schon 3. So. Jetzt soll das Ganze aber auch schon eingebaut werden. Wir sollen die Bank der linken Seite nehmen. Und zwar sollen wir die so vor uns legen. Und die Vergaserbatterie hier in die 3 Anschlüsse stecken. 3 dafür vorgesehene Löcher und sie sollen zu uns zeigen. Also so. Ein bisschen hin und her wackeln, aber das geht. Wunderbar. Es sieht dann so aus. So haben wir unsere Vergaserbatterie jetzt reingesteckt. Dasselbe sollen wir mit der anderen Zylinderbank auch machen. Einmal die und einmal die. So, das ist jeweils immer, was sagt man jetzt noch? Nach außen zeigt, ja, könnte man, denke ich mal, so zu deklarieren, damit die Vergaserbatterie immer zur Zündverteilerkappe zeigt. So können wir das, denke ich mal, deklarieren. Ja,
Und da ich ja weiß, was in Bauphase 15 kommt, kann ich euch schon mal sagen, die zweite Vergaserbatterie können wir hier schon in den einen Zylinder mit reinstecken. Ein bisschen drehen, ein bisschen wackeln, damit das hier reinpasst. Ein bisschen friemlich mit den ganzen Gabels. Aber ja, es kriegen wir hin. Sehr schön. So sieht dann schon mal das Ergebnis aus Bauphase 15 aus. Aber hier fehlt ja noch was. Also schrauben wir mal schnell die vierte Vergaserbatterie zusammen und bin gleich zurück. Meine Lieben, Bauphase 14 und 15 sind abgeschlossen. Wir haben unsere vier Vergaserbatterien jetzt alle vollständig und ihr seht schon, ein Unterschied gibt es. Und zwar bei der Einzylinderbank seht ihr die orangenen Dinger, die sind hier zum Beispiel auf der Rückseite. Und bei der Zylinderbank sind sie auf der Vorderseite. Das ist das kleine, so den kleinen Unterschied, den ich so sehe von den zwei Zylinderbänken. Und ja, sie sind doch schon um einiges gewachsen. Und ja, wenn dann demnächst unser Motorblock kommt, der wird dann so ungefähr in die Mitte geschraubt werden, damit es ein, wie gesagt, ein V-Motor gibt, ein V12 in diesem Fall. Ja, so wird es dann später mal aussehen. Sehr schön. Das ist das Ergebnis. So, und wie geht es in der nächsten Zeit weiter? Und zwar geht es weiter in Ausgabe Nummer 16 mit unserem zweiten Luftfilter. Und wie haben sie es hier deklariert? Anschlüsse der Benzinschläuche und Benzinschläuche. Es geht praktisch um das Kraftstoffsystem und halt den letzten Luftfilter. So viel dann beim nächsten Mal. Sehr schön. Lasst gerne einen Daumen nach oben da, wenn euch dieses Video auch gefallen hat. Ein Abo nicht vergessen und die Nachrichtenglocke, dann verpasst ihr kein Video, wenn hier mal was online geht von Patrick, von mir. Ja, es gibt dann doch einiges, was hier zu anzuschauen gibt. Ja, schaut gerne wieder rein, bleibt gesund und bis zum nächsten Mal. Tschüss.